So, wir kommen zurück zu... Der Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz genau. Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Ihr Wohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Was, der nimmt Medikamente? Ist das geil? Okay. So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Und ich gehe jetzt mal rein hier in die... Okay, ich werde gescannt. Der Patient ist erst einmal stabil. Das war ganz schön knapp. Gute Arbeit, Dr. Frehley. Ein Neurosplint ist immer noch die beste Methode. Ich gehe nach. Hey, Kaida. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber rauswerfen können Sie mich auch nicht. Also werde ich es einfach sagen. Sie werden gesund. Wir brauchen Sie. Sterben Sie nicht. Sie müssen kämpfen. Wir brauchen Sie. Sie sind ein verdammt guter Soldat. Die Allianz könnte Sie brauchen. Und ich auch. Genau. Vielleicht haben wir noch... Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Los, Major. Kämpfen Sie. Vielleicht wird sie ja... Das ist ein Befehl. Also vielleicht wird sie... Wir haben schon wieder den Ruf plus 2 bekommen. Ist hier irgendjemand? Ich suche irgendjemanden hier. Die ist verletzt irgendwie. Da hinten ist... Keine Ahnung, ich laufe erstmal hier die King durch. Ah, da ist Medigel. Hauptsache, ey, der... Der kommt dir auf die Beine, ey. So einen alten Hasen könnten wir gut gebrauchen, weil der ist guter Biotiker. Okay. Ihr Druck hat das Medigel zwar auch noch nicht abreichend, aber die Wunde hatte sich bereits infiziert. Ja gut, dann geh mal wieder. Boah, das ist doch voll lausig hier. Gut aus, ey, richtig cool. Und das Dr. Michel. Commander Shepard, ich bin Chefärztin Dr. Chloe Michel. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sie sind sicher wegen Major Alenko hier. Ist er okay? Wie geht es, Kaidan? Schweres Kopftrauma, aber wir konnten die Schwellung reduzieren. Bei solchen Verletzungen weiß man nie. Er ist noch ohne Bewusstsein, aber seine Vitaldaten sind gut. Ich bin optimistisch. Sie können zu ihm, wenn Sie möchten. Am Ende des Ganges. Okay, danke. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Ruf plus 2, okay. Was ist das hier? Sita-Vorräte. Ach, Sirta. Okay, Ladesequenz. Medikapazität um... Aus sämtlichen Verkäufen fließt in die medizinische Forschung. Wow. Kaufsüchtig. Ich bin kaufsüchtig. Danke für Ihren Besuch bei Sirta. Womit können wir Ihnen helfen? Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Projektranischer Whisky. Medigel-Kapazität. Willkommen, Commander Shepard. Okay, gehen wir jetzt zur Zitadel-Botschaft und schneiden, oder? Doch nicht? Ey, das ist doch so geil, oder? Sowas hat man noch niemand gesehen, ey. Das ist doch sowas von Hammer. So geil. Ich liebe solche Ladesequenzen, aber ich hatte gar nicht gewusst, dass so eine geile Ladesequenzen viel besser sind als im zweiten Teil. Ich würde gerade sagen, ersten Teil. Viel besser. Also wirklich viel besser. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften.
Okay, Botschaft der Menschen. Kriege ich da irgendwo eine Nebenquest, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe erstmal keine Lust. Typisch Batrianer. Geht's wohl oder übel nicht weiter? Da muss ich erstmal weitergehen. Jedenfalls was. Ja, die redet irgendwas mit dass sie eine Tochter oder sowas sucht. Wo geht's denn hier rein? Wir haben hier keinen Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Gilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Die kenne ich doch. Der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Commander Shepard, Commander, die Menschheit hat Fragen. Ah, kann ich auch später. Scheißpresse. Sie waren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Dann bleiben Sie mal dran. Bleiben Sie kritisch. Könnte hilfreich sein. Ich mach mir gern wieder die Finger schmutzig. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Ja, Vorbild plus zwei. Das ist gut so. Unser Ruf ist auch ganz schön gestiegen. Das freut mich auch sehr, sehr schön. Hier, das ist unsere Mission, ist überlegt. Dr. Karen Chuckwurth ist Traumachirurg. Aha, das sie ist eine Traum... Die Allianz. Der Unbekannte ist hier, der ein Unbekannte. Mensch, der für die Interessen seiner Spiele... Cerberus Netzwerk. Okay. Die Zitadelle. Und das bedeutet, wir können hier keine Ressourcen mehr sammeln, nur bloß Credits. Also das bedeutet, wir sind jetzt an Credits sich haltbar. Was geht's da rein? Oh. Ah, eine Feuerübung oder was? Spectre Terminal. Okay. Das ist interessanter. Das ist so eine Art Schießplatz. Das ist mir auch neu. Hier hinten ist wohl keiner. Es sei denn, da ist was. Nö. Okay. Na gut, dann gehen wir mal rein. Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Rat tagt bereits. Und eine schöne Ladesequenz. Also beim zweiten Teil habe ich das rausgeschnitten, weil das kommt ja immer wieder. Unsere eigenen Probleme. Es gibt nicht nur die Erde. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Laut Ihren Berichten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen von den Reapern. Die alten Leute. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Situation ist für uns alle ähnlich. Die Reaper stehen bereits vor unseren Grenzen. Wenn wir ihnen und der Erde helfen, fallen unsere eigenen Welten. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir sollen ihnen also zur Erde folgen? Glauben Sie denn wirklich, dass wir mit vereinten Flotten die Reaper besiegen können? Na, ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne einen Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan, einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper.
Wofür ein Bauplan? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Fähig zur Zerstörung der Reaper? Es sieht so aus. Die Ausmaße sind wie ein gewaltiges Unterfangen. Nein, ich habe die Pläne Admiral Hackett geschickt. Die verbliebene Flotte der Menschen sammelt bereits Ressourcen für den Baubeginn. Ersten Kalkulationen zufolge ist der Bau durchaus machbar. Wenn wir zusammenarbeiten. Aber die Reaper haben die Proteaner doch vernichtet. Was hat ihnen die Waffe also genutzt? Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier, etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Und damit können die Reaper besiegt werden? Ich will's versuchen. Liara hält es für möglich und ich auch. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten, jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der ganzen Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Es ist doch so. Immerhin können wir uns noch vorbereiten, solange die Reaper sich auf die Erde konzentrieren. Wir halten einen Gipfel unserer Spezies ab. Wenn wir unsere eigenen Grenzen sichern können, erwägen wir, ihnen erneut zu helfen. Tut mir leid, Commander. Mehr können wir nicht tun. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Warum ist Udina Ratsherr? Und nicht der andere, also Anderson. Das ist wirklich verzwickt, ich verstehe das nicht. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können Sie so blind sein? Sie haben Angst und kümmern sich nur um sich selbst. Unser ganzes Volk hat Angst. Und wir passen auf, so gut es geht. Rat, Sir. Ich kann Ihnen zwar nicht geben, was Sie brauchen, Commander, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Primarch Fedorian wollte den Gipfel, aber als die Reaper Pelevin angriffen, riss der Kopf. Das Treffen geht ohne ihn nicht weiter. Die Normandy ist eins der Schiffe, die den Primarch unentdeckt rausholen können. Wir sehen nicht, wie mir das weiterhilft. Bisher weiß ich nur, wie ich Ihnen helfen kann. Das sieht nur so aus. Aber die Teilnehmer dieses Gipfels entscheiden über unsere Zukunft. Wo unsere Flotten eingesetzt werden und gegen wen. Ein dankbarer Primarch wäre eine große Hilfe bei dem Versuch, uns zu einen. Wir sind im Krieg und ich soll Politikerin spielen? Ist doch egal, wenn Sie kriegen, was Sie wollen. Angeblich wurde der Primarch in eine Basis auf dem größten Mond von Parlament gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Der Rest liegt bei ihm. Okay. Da wäre noch etwas. Ich soll Ihnen im Namen des Rats mitteilen, wir halten Ihren Spectre-Status aufrecht. Und Sie werden auch diverse Ressourcen erhalten. Guten Tag. Wuhu! Ja, großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Wuhu! Wir sind wieder Spectre! Willkommen. Wieso ist er und Ratsherr Donald und Dina? Ich verstehe das nie. Reaper-Fähigkeiten. Okay. Und da hinten ist er. Na, mal sehen, was er hat. Hinter der Dick. Hinter der Sektor. Okay. Commander Shepard. Commander, die Leute von der... Commander Shepard. Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten? Nee, vergiss es. Ich will Hilfe für die Erde holen. Für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während Sie mit dem Rat Politik spielen?
Wie können Sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Was? Kalisa, wir tun alles, was wir können. Bevor die Feeds ausfielen, es gab so viele Tote. Ich halte die Reaper auf oder sterbe dabei, aber ich brauche Ihre Hilfe. Stellen Sie weiter unbequeme Fragen. Der Rat darf die Erde nicht vergessen. Mache ich. Danke, Commander. Wir waren nicht immer auf Augenhöhe, aber zum Glück sind Sie auf unserer Seite. Das stimmt. Tja, und damit wieder ein paar Vorbildspunkte. Und, wir gehen jetzt wieder zur Bucht 24. Und ich kann nur bloß eins sagen, jetzt haben wir schon, ja, ich wollte ja mal sagen, im ersten, zweiten Teil, weil diese alte Planin oder wie sie heißt, da haben wir auch erstmal so eine Vorbildaktion gemacht und da hat man sehr viele Vorbilderpunkte bekommen. Hätte ich jetzt die R1-Taste, wäre mal abtörniger. Aber das macht ja ein anderer Let's Player. Oh, da hinten ist ja auch ganz schön viel was los. Okay, wir gehen wieder zurück nach unserer Normandie. Ich hoffe, ich kann endlich mal mit den Leuten dort sprechen, ey. Das ist mein alten Hasen. Oh, das ist so cool. Also, so eine Ladesequenz habe ich noch nie gesehen. Seitdem. okay, naja, jedenfalls. Es ist ein bisschen viel besser als der zweite. Oh, oha. Okay. Ach ja, wir träumen. Wir träumen. Das ist bloß Traum. Traum, das nicht existiert. Warum sind wir langsam? Okay, merkt Leute, das ist bloß ein Traum, also keine Sorge. Bleib stehen! Ich will dich ja bloß retten! Nein! Wo ist er denn? Hallo? Ja. Huhu. Alter, das ist ja voll lang. Lame. Ist das laut? Marlina, du hast bloß geträumt. Na, wer kann das denn bitte schön sein? Ah, Lyra. Kann ich helfen? Ich habe den turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Mein Volk auf der Erde. Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das.
Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin. Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander, hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung genommen, die nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Es ist in Ordnung. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Okay. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI. Volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Aha. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Aha. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. Aha. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Kann ich jetzt hier die Besichtigung des neuen Normandy mir anschauen, oder? Commander. Immer noch nicht. Udina hat verdammt! Mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ich verstehe die Bedenken. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen. Keine Theorie. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Aha. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Ja, wir brauchen unser Team wieder. Das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen durchzukommen. Und die Erde? Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Na endlich! Wurde mal Zeit. Jetzt begrüße ich mal unsere neue, verbesserte Normandy. Und das bedeutet, wir machen wieder Gespräche mit der Crew. Okay, hier unten ist das Kriegsterminal. Was ist das? Kriegsaktivposten. Was ist das?
Okay. Boah. Hier ist der Mineral vollkommen. Ah. Also das sind die Leute, die jetzt in der Allianz sind und also das ist jetzt mir alles neu. Hier sind also das ist jetzt hier der Kriegsterminal inklusive des anderen Terminals, der da hinten ist. Wie wir gewusst haben, gibt es sogar noch ist unsere alte Bekannte, nämlich die Edi, auch hier mit dabei beim zweiten Teil. Und ich besichtige mir das Schiff jetzt mal. Also ich besichtige mal das Schiff. Aha, hier geht's im Techlabor. Leider ohne Techniker. Und hier ist schon wieder ein Fluchtraum. Ich glaube, wir werden bestimmt sicherlich mit Joker hier rumquatschen. Latschen. Wie ich das Gefühl habe. Oh toll. Das erinnert mich irgendwie ja noch an alte Zeiten hier, das hier, aber das war davor noch im zweiten Teil. Okay, scan. Das ist mir jetzt auch neu, hier ist irgendwie ein Eingang zur unserer Tech-Gebäude. Die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Spezialistin. Ein Trainer. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Ich hätte Ihnen helfen können. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie einfach. Sie sind nicht allein. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark 4, die mit Masseneffektfeldern Plak entfernt und den Gaumen massiert. Okay. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Weitermachen, Spezialistin. Okay, ja, mal schade, dass Kelly nicht mitmacht. Und ja, wie in alten Zeiten, das private Terminal. Und es ist, oh, neu. Aha, Grundlagen. Für mehr Kontrolle über die Taktik rufen Sie das Selektionsrad auf. Dies pausiert das Geschehen. Sie haben Zeit, das Schlachtfeld zu analysieren, Feinde anzusehen. Okay, guckt das euch an, ich sag nicht. Um mit einer Kraft einen Gegner anzugreifen, nehmen Sie den Feind ins Visier, bevor Sie pausieren und wählen die gewünschte Kraft aus. Die Kraft wird gegen den anvisierten Feind ausgelöst, sobald Sie die Pause beenden. Maximale Effektivität erreichen Sie durch Kombination von Gruppenmitgliederkräften und ihren eigenen. Feinde werden mit bis zu 3 Kräften getroffen. Aha. Interessant. Nach dem Einsetzen einer Kraft muss diese wieder aufgeladen werden, bevor Sie sie erneut benutzen können. Man nennt das Abklingzeit. Währenddessen ist das Symbol der Kraft grau. Ein rotes Symbol zeigt an, dass die Kraft keinen Effekt bei dem aktuellen Ziel hervorruft. Manche Angriffskräfte können so eingesetzt werden, dass Feinde über Deckung und um Ecken herum getroffen werden. Im Selektionsrad sind weitere nützliche Tools. Um Kräfte in Echtzeit einzusetzen, weisen Sie in Schnellfeuertasten zu, indem Sie im Selektionsrad Quadrat oder Kreis drücken. Mhm. Wenn Sie genügend Medigel haben, wählen Sie Erste Hilfe aus, um jemanden wiederzubeleben oder Shepards Gesundheit zu verbessern. Das bedeutet wirklich. Außerdem können Sie Munitionskräfte wie Kryo-Munition und Brandmunition aktivieren, um Ihre Waffe zu verbessern. Das bedeutet, dass Shepard jetzt auch jetzt an Gesundheit, an Schaden leidet. Und beim zweiten Teil war das ja so gewesen, dass, ja, und damit beende ich die Aufnahme. Bis gleich, Leute.